So, ich denke, ich mache jetzt ein Sprechvideo unter dem Titel Versuch eines Hörtextes mit Titel Falsches Leben. Ich mache meine Videos erst so ab irgendwann mal im letzten Jahr. Hat diese Oma, unbekannter Name, heute Geburtstag? Ja, nein, keine Ahnung, kann auch ein anderer Tag gewesen sein. Von mir kämen da keine Blümchen mehr, keine mehr. Wäre es nach mir gegangen, hätte sie ab 92 keine mehr bekommen, aber ab... Pünktchen, Pünktchen, wurde ja geheuchelt, nur zum einen Zweck. Meinen Eltern sollte es gut gehen, meine Mutti doch hoffentlich gesund werden. Aber daraus wurde leider nichts. Vati und neue Frau zusammen, Vati 2004 schon woanders ebenfalls. Alles Gute für meine Eltern dort, wo ihre Seelen nun sein möchten. Ob Martin an Omas Grab geht heute, welche Oma, ist jetzt egal, ob er überhaupt Interesse an Grabpflege hat. Es starben schon zwei Onkels, wo deren Asche oder ihr Körper ruht, keine Ahnung. Toten ist das egal. Mitleid, Mitgefühl für je, irgendwen, jeder ist für sich allein verantwortlich, kann keinem die Schuld geben, wenn dies oder jenes plötzlich geschieht. Geburtstage, da hebe ich höchste Zeitungen auf. Und das fiel meinem Freund auf. 26.06.2018, Zeitung. Ja, war Martins Geburtstag und nun mehr als Zufall. Juli 1991 war der große Fehler. Juni ging nach Briefe hin und her, einen zerriss ich. Ich liebe schöne Handschriften und seine war nicht gut. Zeilen zu kurz, unbedeutender Text. Wieso ließ ich mich überhaupt auf ein Treffen ein? Frust. Natürlich lagerte sich Frust und Enttäuschung in mir ab, weil ich noch nicht den Partner gefunden hatte. Mangels Gelegenheit, ich hatte eine zeitraubende Schichtarbeit zu machen, und weder Lust noch Laune, um mich auf Diskotheken herumzutreiben. Ich warte in einem Brief, dann und dann zu kommen. Ich dachte mir was dabei. Ärgerlich, wenn nicht sogar wütend, war ich also, als der Betreffende das missachtete, an einem anderen Tag kam, den ich nur für mich haben wollte. Ich brauchte meine Ruhepause und die geht auch mal von 14 bis 22 Uhr, also hätte ich normalerweise gar keine Zeit für ihn gehabt. Aber damals guckte ich darüber weg. Sein Auto gefiel mir, er sah ganz gut aus und seine schüchterne Art zunächst gefiel mir auch, aber später wurde aus dem Schüchtern Feigheit. Unverschämtheiten reihten sich aneinander und das ging so weit, bis ich am 17.02.2003 wegging. Meine Mutti war mittlerweile von dieser Welt gegangen, Friede ihrer Asche und ich wünsche stets ihrer Seele alles Gute im nächsten Leben, man weiß doch nie. Zwischen 1991 und 2018 ist unendlich viel Zeit ins Land gegangen. Neue Freunde gab es dann nicht mehr. Selbst das hatte Gründe. Todesfälle oder auch nur. Adresse verbummelt, die zu teure Briefmarke, das zu teure Telefon, das zu teure Internet. Ich weiß gar nicht, wie ich dich erreichen soll. Das ließ mich doch sehr aufmerken. Es gab doch Briefkästen, Telefon, auch Handys müssen nicht durchweg funktionieren, wie der Mensch nicht durchweg funktioniert. 2003 hätte es nicht so schlimm werden brauchen, wenn ich denen, von denen mein Vati einst der Meinung war, mit denen müssten wir uns gut stellen, wie meinte er sich und Mutti, Klammer zu, weiteren Zugang in mein sehr privates Leben gewährt hätte, sprich Zutritt zur Mietwohnung in S. Nö, ich hatte nicht den Umweg übers Frauenhaus genommen, um mich ständig beobachten zu lassen. Damals in Z wurden mir literarische Versuche entwendet, unpassend kritisiert. Ich konnte also nicht mal meine neuen Ideen liegen lassen. Ein Literat möchte sich weiterentwickeln, jedenfalls sollte das so sein. Ich ließ also in Folge meine Schreibereien nicht sein, aber ich beschränkte mich auf die Beschreibung eines falschen Lebens, war nicht meins. Aber las ich interessant, aus heutiger Sicht rosarote Brille. Die Beschreibungen von Tagen in der Frauenklinik Greifswald lasen sich 2018 abscheulich, aber hin und wieder doch schon Merkwürdigkeiten, die mich hätten durchweg stutzig machen sollen, ja müssen. Liebe Männer, lästert nie über den dicken Bauch einer Schwangeren, nicht mal so aus Spaß. Eine Frau möchte hören, wie super sie aussieht, wie wunderschön sie ist. Und Ablästereien über die Strümpfe, die das Krankenhaus anordnen, um Thrombose zu unterbinden, selbstverständlich hat auch das zu unterbleiben. Ob es diese Strümpfe 2018 noch gibt, entzieht sich selbstverständlich meiner Kenntnis. Diese Zeilen, von oben bis unten, sollen nur eine harmlose Plauderei sein über das, was eventuell gewesen ist, wie es sich abgespielt haben könnte, wie es möglicherweise nicht in meinem Leben aufgetreten ist. Wie es so heißt, Ähnlichkeiten mit noch lebenden Personen sind immer zufällig.
In Z ging die Verletzung meiner Privatsphäre einst so weit, dass man bei Aktivitäten schöner Art störte. Ein No-Go, selbst für neugierige Omas. Da gab es irgendein Foto, welches beweisen sollte, wie mies ich als Mutti doch sei. Mein Sohn fragte unschuldig, wieso Opa das getan hätte. Frag bitte andere, nicht mich. Für eine noch genauere Antwort war ich schon zu müde geworden, aber wohlgemerkt nicht lebensmüde. Meine Anwältin amüsierte sich über Deckchen, die stets und ständig auf seinen Möbeln lagern. War ja seine Wohnung, bei seinen Eltern, also seine Möbel, also hätte er was sagen sollen. Tat er noch nie. Probleme lassen sich wunderbar aussetzen, ist nicht nur in der Politik so. Ich warf sie in den Wäschekorb, um sie dann zu vergessen. Wieso denn Anwältin? Da ging es um die Frage, ab wann mein Sohn mich begleiten dürfe in mein und sein neues Leben. Der Kindesvater amüsierte sich nun über meine Aktivitäten, das ließ er sein, als ich aus dem Haus war. Seine Mutti irgendwann den Enkel fragte, ob es bei mir ebenso schmutzig sei wie beim Vater. Machte sie denn nicht sauber? Tat es nicht meine Nachfolgerin? Ich war doch sehr enttäuscht und verwundert. Was sollte das erneute ausräumen? Hatte diese Frau kein eigenes Leben? Und Schluss.